Ich möchte nochmal motivierende Worte von Seefeld haben. Ich mache das zuallererst auch für mich natürlich und natürlich auch für alle, die halt hinter uns stehen, so weg. Guck mal, wie viele Supporter wir auch in der Orga haben, jetzt auch unsere Familien gucken zu, ja. Freundinnen. Stark. Das hat mich schon mehr motiviert, getanzt. Scheiße, Alter, ich muss meinen Job haben. Moin und herzlich willkommen zur zweiten Episode Living Big live aus Malta von der ESL Pro League. Falls ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, checkt das auf jeden Fall aus. Das ist, wenn ihr das Video jetzt schaut, vorgestern online gekommen. Da haben wir so ein bisschen hier die Venue erkundet, haben wir so eine kleine Tour hinter den Kulissen von dem Prac-Raum und der Players Lounge gemacht und der Playing Area. Und ja, wir spielen heute unser erstes Spiel gegen Outsiders, morgen gegen G2. Und ich bin echt guter Dinge. Wir müssen 3 Spiele gewinnen von den Spielen, die wir hier haben. Dann sind wir qualifiziert für die nächste Stage. Und ja, ich bin mal gespannt, was die Jungs sagen. Viel Spaß beim Video. Am Ende, wenn das Spiel was neu gemacht wird. Ja. Confirm Map to Blank. Wenn das Spiel ganz logisch ist. Was haben die gerade? Hab ich gerade. Wir starten, weil wir wollen erstes spielen. Das ist ganz interessant, was die jetzt bannen. Was bannen sie kann. Juk. Naja, das ist nicht so interessant. Wenn die Juk mich bannen, nicht bannen dann sind sie Checkmate. Hey, die bannen, was sollen die sonst bannen? Juk gebannt. Das 2 Confirm. Das ist wieder einmal genauso gekommen wie bei uns. Ja, die Checkmates. Und das oder das ist egal. Ja. Beide gibt es ja. Sie und die beiden gibt es nie sehen. Party Family Show, ne? Ist auf Kamera. Also. Checkmate Rot 3. Nein, Alter, ich hätte dieses Checkmate nie da einführen dürfen, ne? Ja, du warst nicht derjenige, der es überused hat. Ja, so. Karin, Alter. Ja. Karin benutzt es bei jeder. Er ist auf dem Klo, er sagt, ich hab nicht Checkmate. Karin, du auch Espresso? Keine Mische drin, kein Whisky Shot. Wenn Sieg 30 macht, schmeißen wir den Pool nach mit, okay? Alter, ich muss so lachen, als ich gestern so getiefkelt habe. Leute, wir sind niemals Lenz. Max, sonst von der Kamera runter, es reicht jetzt, geh mal weg mit dem Kram. Hey Freunde, wir spielen jetzt gleich gegen Outsiders, in unserem ersten Spiel hier auf Malta. Wir sind jetzt gerade angekommen, hier in der Tournament Area. Wir bauen gerade auf und ungefähr so einer Stunde geht es auch dann schon los. Die spielen gleich das 2, gepickt von uns, Inferno gepickt von denen und dritte Map, Decider, wo es natürlich nicht zu kommen wird. Es soll Mirage sein und ja, wir spielen uns noch ein bisschen warm jetzt, wir sprechen noch ein bisschen die Sachen, die wir vorhin durchgegangen sind und dann geht es auch schon los. Lass uns an den Prank erinnern, wo sie kassiert haben, aber wir wollten den Wille gewinnen. Ja, genau. Wenn wir so verlieren, ist okay, dann bin ich glücklich aber. Ja. Aber wenn wir verlieren und aufgeben, dann ist schlecht. Aber dann verlieren wir nicht. Wir verlieren dann nicht, wir gewinnen dann 100%. Ja. Ich habe heute Inhalts gesehen, die sind sehr giftig. Du hast gestern noch viel Movement trainiert und so. Und jetzt kommen ja nicht die Granaten. Wir müssen richtig uns motivieren und okay? Richtig giftig sein, auf 3, okay? 1, 2, 3. Big! Stark. Hallo. Geil. Etwas. Ich bin absolut am Ölen, Alter. Mach mal bitte nicht so ein spannendes Spiel, sonst kommt Gott nicht klar. Einmal an der Kamera lächeln. Aber du hast doch zu. Ja, aber sieht cool aus. 2 Minuten to live. Jeder ein bisschen ready gehen muss. Okay, noch einmal jeder Mic-Check machen. Ja. Josef, was hast du heute gefrühstückt? Ich habe nichts gefrühstückt, ich habe Mittag gegessen. Und ihr so? Und was gibt's zum späteren Nachmittag? Also jetzt gibt es erstmal Outsiders. Ja, aber die sind nicht so lecker, Alter. Nee. Let's fucking go jetzt! Sauber! Wir können hier komm, schöne Runde! Let's go, Alter! Komm, wir geben nicht auf! Euch gibt's verloren! Sehr gut, Mann! Wir geben nicht auf, komm! Komm, ich mach nur wieder vor! Komm, Mann! Sehr gut! Noch 6 Runden! Noch 6! 6! Hallo, Lickbox! Lickbox! Schade Leute, gut gekämpft, okay? Wir haben mal CT, jetzt werden wir mal eine Piste geschickt. Dann sieht alles anders aus, okay? Weiter geht's. Los. Was ist denn jetzt? Wenn der
erst eine Entscheidung trifft, nicht hinterfragen, nicht suggesten. Ab einem Zeitpunkt gibt es keinen Could und alles. Also könnte, wäre, wenn, gibt es dann nicht mehr. Nur noch decisive Aktion, okay? So, Leute. Das ist ein gutes Bounceback. Das ist viel sein. Einen wunderschönen guten Morgen aus Malta. Wir haben hier gerade den dritten Tag. Wir spielen jetzt heute gegen G2, gestern gegen Outsiders gespielt. Und ich habe mir den Josef geschnappt. Gerade kurz abgefangen, du wolltest gerade zum Prack. Josef, ja. Wir spielen jetzt gegen G2, wie schätzt du die ein? Ja, G2 ist auf jeden Fall nicht schlecht momentan. Die haben auch sich jetzt für die Blast Finals qualifiziert, soweit ich mich erinnere. Und ich denke trotzdem, das wird ein gutes Match. Wir haben uns gut vorbereitet. Wir hatten nach dem Loss gegen Outsiders auch nochmal einen Talk gehabt. Und ja, wir sind guter Dinge. Ihr habt jetzt da gleich Veto, ne? Welche Map willst du am liebsten spielen? Am gegen liebsten G2? Mirage und Vertigo. Mirage und Vertigo. Da sehe ich euch. Ja. Josef, good luck. Danke dir. Wir sehen uns gleich. Ciao. Nein! Sehr gut! Nice Deals! Ich liebe dich. Sehr, sehr schön. Komm jetzt. Ey, schleim mal, Rische. Schleim mal. Freu dich. Geil, wir ficken die jetzt. Komm. Geil! Freut euch, Leute! Super! Komm! Geiles Comeback! Komm, lass die letzte Runde holen, Alter! Ich hab keinen Bock, die Map direkt abzugeben! Ja. Komm! Auf geht's! Ey, ich würde. Wir haben eine Piste gewonnen und schon sieht das Spiel viel leichter aus. Ja? Was wichtig ist, wir dürfen nicht so viele leichte Plätze. Und wenn ihr einen Kill macht aus der Hotzone raus, ist gut und dann konzentriert bleiben. Ja? Besonders gegen die, weil die sind auch wieder so ein Team, wo etwas passiert, da ist deren Hotzone und das ist deren Fokus. Hat man gesehen. Was denn verstanden? Hey Leute, wir haben jetzt gerade Mittwochabend, wir sind gerade nach dem Spiel gegen G2 und es ist nicht ganz so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Halt mal kurz den Schnabel bitte, okay? Ich habe alle Antworten, die du brauchst, auf deine Fragen, auf die Fragen der Zuschauer. Mhm. Lief heute natürlich nicht so gut, es sah gar nicht so gut aus, aber besser als gestern gegen Outsiders. Und ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, wie wir das morgen angehen können. Also Overtime heute, das 2 Vertigo, das 2 haben wir natürlich nicht gespielt. Wie du sicherlich weißt. Ich weiß, ich habe es gesehen. Es war natürlich Mirage-Vertigo. Oberknappes Spiel mit vielen guten Aktionen. Und davon werden wir einige Sachen morgen mitnehmen. Und wir werden das in folgendes System packen. Hier, Leute. 2-0 morgen gegen MIBA. Vamos! Ja, Leute, ihr habt es gehört. Das war das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Glocke nicht vergessen, abonnieren und ein Like da lassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. So.